schön, dass du da bist bei diesem Video. Ich bin's, die Feli von Happy Hippocampus. Als Thema für dieses Video habe ich mir überlegt, dass ich mit dir 4 Gründe teilen möchte, warum du nicht zusammenfassen solltest. Und ja, zusammenfassen im Medizinstudium ist so ein Thema. Und ich habe vor kurzem eine Instagram-Umfrage gemacht auf unserem Instagram-Kanal @happyhippocampus und habe mal gefragt, wie viele von euch schreiben sich denn Zusammenfassungen? Ja? Also schreiben den Stoff irgendwie nochmal raus und fassen den sich zusammen. Und ungefähr, ich glaube ungefähr 2/3, gut 2/3 haben angegeben, sie schreiben sich öfter Zusammenfassungen, und die anderen haben angegeben, dass sie eher selten Dinge zusammenfassen. Und beim ersten Grund, warum du nicht zusammenfassen solltest, möchte ich dir mal die Frage stellen, wenn du jemand bist, der öfter Dinge zusammenfasst, frag dich mal ehrlich, nachdem du die Dinge zusammengefasst hast und irgendwie aufgeschrieben hast, zusammengefasst hast, kannst du den Lernstoff danach? Also kannst du ihn auswendig? Hast du ihn drauf? Kannst du ihn frei wiedergeben? Oder eher nicht? Und also bei diesem Thema, ich weiß, wovon ich rede, ja. Gerade in der Vorklinik habe ich super viel zusammengefasst, und ich habe das hier auch mal kurz vorbereitet für dich. Ich habe ordnerweise Zusammenfassungen geschrieben, wie hier zum Beispiel, das ist mein Biochemie-Ordner, ja, wo ich einfach, ich kann das zeigen, halt, ja, die ganzen Themen zusammengefasst habe und Dinge irgendwie rausgedruckt und eingeklebt habe und farbig markiert und genau, also mir einfach super viel Arbeit gemacht habe. Und bei mir war es halt so, ich habe stundenlang die Dinge zusammengefasst und danach, wenn ich ehrlich bin, konnte ich den Lernstoff nicht. Also danach durfte ich ihn erstmal ja einfach komplett auswendig lernen im Prinzip. Klar, durchs Zusammenfassen beschäftigt man sich schon mal mit dem Lernstoff und versteht schon mal die Zusammenhänge. Das wäre dann natürlich schon ein Vorteil. Aber Nachteil ist halt, wenn du jetzt nicht zu den wenigen, glaube ich, gehörst, die einfach durchs Schreiben super gut lernen, dann ist der Nachteil einfach, dass es super viel Zeit kostet und dass man danach nochmal Zeit investieren darf, um das Ganze in den Kopf zu bekommen. Und aus meiner Sicht, wenn du wirklich effektiv lernen willst, dann gibt es was Besseres als diese Technik, sage ich mal, des Rausschreibens und des Zusammenfassens. Und ja, das teile ich mit dir gleich nochmal bei den nächsten Gründen, die gegen das Zusammenfassen sprechen. Kommen wir zu Grund Nummer 2, warum ich Zusammenfassen heute nicht mehr empfehlen würde, zumindest nicht mehr in der Form, wie ich es gemacht habe und wie es, glaube ich, auch viele machen. Und Grund Nummer 2 ist, beziehungsweise auch wieder eine Frage an dich, kannst dich mal fragen, wenn du zusammenfasst, ist es manchmal vielleicht eigentlich einfach eine Form der Prokrastination, um nicht die Dinge schon auswendig lernen zu müssen? Also, ne, und das Ganze kann total unterbewusst abgehen. Kannst du dich mal fragen, warum fasst du zusammen? Ja? Ist es, weil du dann vielleicht noch eher in der Komfortzone bist und irgendwie was schreiben kannst und zumindest das Gefühl hast, aha, ich habe jetzt eine Seite geschrieben und schon wieder eine Seite, weil du dieses Gefühl hast, ah ja, ich habe was Produktives gemacht. Aber es ist irgendwie halt ein bisschen bequemer, als die Sachen gleich schon auswendig zu lernen. Ja, also manchmal nutzen wir das Zusammenfassen auch, um uns halt noch ein bisschen zu drücken vor dem eigentlichen Lernen dann. Und frag dich da einfach mal ganz ehrlich, ist das manchmal bei dir der Fall? Und genau, also wenn es der Fall ist, dann da gibt es halt auch andere Möglichkeiten dann, um effektiver zu lernen. Genau, und zum Auswendiglernen, wie das entspannter und effektiver wird, dazu erzähle ich dir auch gleich noch was.
Jetzt kommen wir erstmal zu Grund Nummer 3, warum du nicht zusammenfassen solltest. Ich kann dir natürlich nicht sagen, ob du jetzt, also du musst natürlich für dich gucken, ob das, ob zusammenfassen was ist, was dir insgesamt super viel bringt oder ob es was ist, was eher nicht so viel bringt. Ich habe eben, wie gesagt, nur, also meine Sichtweise hat sich da halt so ein bisschen verändert im Laufe meines Medizinstudiums und ich möchte einfach hier in diesem Video so ein paar Insights mitgeben, ein paar Einblicke, warum ich es heute anders machen würde, als ich es selber gemacht habe in meinem, also zumindest in der Vorklinik, später in der Klinik habe ich es dann anders gemacht. Genau. Okay, kommen wir zum dritten Grund. Warum zusammenfassen manchmal nicht so sinnvoll ist. Und zwar, es gibt schon gefühlt tausende Zusammenfassungen. Also der medizinische Lernstoff der Vorklinik, der wurde schon super oft zusammengefasst von verschiedenen Anbietern. Also es gibt ja die verschiedensten Formen. Ja. Online gibt es zum Beispiel via Medici oder Amboss und offline Endspurt, Medilearn, keine Ahnung, Endspurt-Skripte, Medilearn-Skripte. Also es gibt dann gibt es Kurzlehrbücher, wobei die nicht ganz so kurz und knackig zusammengefasst sind. Aber es gibt schon viele Sachen. Ja? Das bedeutet, das ist eine gute Nachricht, das bedeutet, du musst dir nicht nochmal die ganze Arbeit machen, weil es dir jemand schon abgenommen hat vorher. Und wie ich das dann halt auch gemacht habe in der Klinik, ist, dass ich mir einfach die Zusammenfassungen rausgepickt habe, mit denen ich am besten klargekommen bin, die mich am meisten irgendwie angesprochen haben. Und das kann ich dir auch empfehlen, zu schauen, ja, welches Medium, welchen Anbieter, womit komme ich am besten klar, mit welcher Zusammenfassung. Häufig haben die Unis ja da auch Lizenzen, ja, für mir, via Medici zum Beispiel oder Amboss. Und bei diesen Zusammenfassungen, bei mir war es halt so, ja, ich bin in die Bibliothek am Anfang des Semesters, habe mir Taschen voller Bücher ausgeliehen, habe die dann irgendwie auf dem Tisch zum Teil ausgebreitet und wollte aus diesen Büchern dann nochmal irgendwie meine eigene perfekte Zusammenfassung destillieren. Und die Sache ist aber, dass diese Zusammenfassungen, die es gibt, dass die in der Regel völlig ausreichend sind und dass man mit denen in der Regel sogar eine 1 im Physikum schaffen könnte. Ja? Genau, und was ich dir jetzt empfehle, ist eben, such dir einen Anbieter aus, der Zusammenfassungen anbietet und nutzt das einfach, nutzt diese Quelle. Und was du machen kannst, wenn du online lernst, was ich dann eben auch gemacht habe in der Klinik, ist, dass du dir manche Sachen, wenn du magst, irgendwie rauskopieren kannst in ein Word-Dokument zum Beispiel. Ja, Sachen, wo du denkst, die würde ich irgendwie vergessen oder will ich unbedingt nochmal nachlesen. Oder auch die wichtigsten Facts zu manchen Themen, dass du dir die rauskopierst, so habe ich das gemacht. Und dazu schreibst du dir dann deine Merkhilfen oder Gedächtnispaläste. Also so habe ich das gemacht. Und jetzt kommen wir gleich zum vierten Grund, warum Zusammenfassung vielleicht nicht manchmal nicht die beste Idee ist. Vielleicht sogar im Gegenteil. Und zwar diese Zeit, die du sonst fürs Zusammenfassen nutzen würdest, die kannst du viel besser nutzen, aus meiner Sicht. Also ich habe es dann eben in der Klinik so gemacht, dass ich eben nicht mehr zusammengefasst habe, sondern dass ich diese Zeit genutzt habe und mir Gedächtnispaläste gebaut habe zum Lernstoff. Und diese Gedächtnispaläste habe ich mir dann eben auch ganz kurz aufgeschrieben in so Word-Dokumenten, habe dazu dann eben die Fakten, die ich mir abgelegt habe in meinen Gedächtnispalästen, dazu geschrieben. Und das war dann wie mein Nachschlagewerk für meine Gedächtnispaläste sozusagen. Also wenn ich gemerkt habe bei einem Thema, da weiß ich nicht mehr so genau, da will ich den Gedächtnispalast nochmal wiederholen, habe ich eben im entsprechenden Word-Dokument
nachgeguckt und habe kurz einfach nochmal den Gedächtnispalast wiederholt. Wenn du dich jetzt fragst, wenn du vielleicht neu hier bist, was ist denn ein Gedächtnispalast? Ich kann dir empfehlen, schau dich mal auf unserem YouTube-Kanal um. Abonniere den Kanal auf jeden Fall auch. Es gibt nämlich viele Videos, wo ich dir auch erklärt habe, was ein Gedächtnispalast ist, wie du den anwendest fürs Medizinstudium. Genau, und im Prinzip ist es ja, ein Raum, ein Gebäude, ein Zimmer. Sagen wir jetzt einfach mal, ein Raum, in den du eine mentale Route hineinlegst sozusagen. Also du gehst zum Beispiel im Uhrzeigersinn einmal durch den Raum, dann pickst du dir die markanten Gegenstände in diesem Raum heraus. Ja, das kann zum Beispiel ein Regal sein, dann kommt ein Tisch, dann kommt ein Stuhl, dann kommt ein Bett, dann kommt eine Blume, keine Ahnung, dann kommt ein Fenster. Und das sind dann deine sogenannten Routenpunkte, diese markanten Gegenstände. Und im nächsten Schritt wandelst du den Lernstoff, den du dir einprägen möchtest, in Bilder um. Ja, also zum Beispiel, wenn du unser Zitratzyklus-Video gesehen hast, dann weißt du, ah ja, Zitrat ist bei uns immer die Zitrone, Coenzym A ist bei uns immer der Koala, ja, klingt so ähnlich. Was weiß ich, die Arteria carotis ist bei uns eine Karotte und so weiter und so fort. Und dann verknüpfst du diese Bilder in der richtigen Reihenfolge, je nachdem, wie du sie eben für deinen Lernstoff brauchst. Ja. Bei Arterien muss man ja zum Teil die einzelnen Abgänge in einer bestimmten Reihenfolge drauf haben, bei Nerven ähnlich. Und im Prinzip kann man halt alles in irgendeine Reihenfolge bringen. Und in dieser Reihenfolge verknüpfst du dann deine Bilder mit den einzelnen Gegenständen im Raum. Das Coole ist, in der Prüfung, ja, gehst du dann einfach mental durch den Raum und kannst dir so die einzelnen Facts wieder abrufen. Wenn du jetzt denkst, cool, aber wie sieht es jetzt irgendwie umgesetzt aus oder ich weiß noch nicht so genau oder kann ich das selber? Schau dir gerne mal hier auf unserem YouTube-Kanal unsere Gedächtnispalast-Videos an, die wir schon hier haben. Wir machen ja nämlich Merkvideos, wo wir Gedächtnispaläste schon für dich bauen. Zum Beispiel zum Zitratzyklus haben wir welche hier auf dem YouTube-Kanal kostenlos. Zum Plexus brachialis, zu den Aminosäuren, zur Purinsynthese. Also zu verschiedenen Themen. Schau dich einfach mal um, schau dir die Videos an und schau mal danach. Ja, ob alles hängen geblieben ist, vielleicht sogar nach dem ersten Ansehen des Videos. Genau, ja, das war jetzt ein kleiner Exkurs, aber das war jetzt auf jeden Fall mein Grund Nummer 4, warum ich vom Zusammenfassen, zumindest vom Zusammenfassen im großen Stil abraten würde. Weil du die Zeit besser nutzen kannst, um Gedächtnispaläste zum Beispiel zu bauen. Und das Coole bei Gedächtnispalästen ist halt, du kannst dann den Lernstoff halt häufig dauerhaft. Im Gegensatz zum normalen, stupiden Auswendiglernen, wo du es dir durchliest und anguckst, und dann kannst du es halt vielleicht kannst du es auch gerade noch am nächsten Tag, aber dann, sobald die Prüfung vorbei ist, ist es halt irgendwie auch schnell wieder weg. Und ich meine, gerade im Medizinstudium ist es ja cool, einfach zum Physikum auch noch die Dinge zu wissen. Wie cool wäre das denn, wenn du dann in der Biochemie immer noch die Stoffwechselwege drauf hast, und ja, und die nicht alle nochmal neu lernen musst. Genau, apropos Biochemie, wenn du da Probleme hast, die Stoffwechselwege auswendig zu lernen, schau dir unser Lernpaket an. Den Link findest du in der Beschreibung. Da haben wir alle unsere Gedächtnispaläste reingepackt und halt, also ja, die ganz viele zur Biochemie, ja, zu ganz vielen biochemischen Themen, zu den wichtigsten biochemischen Themen sind da ganz viele super Gedächtnispaläste drin, die dir das Auswendiglernen enorm vereinfachen können. Genau. Und zur Anatomie sind auch ein paar Sachen drin. Genau. Okay, ich hoffe, ich konnte dir ja so ein paar neue Sichtweisen vielleicht mitgeben. Und genau, vielleicht magst du es ja mal ausprobieren, dein Lernverhalten ein bisschen
anzupassen. Vielleicht magst du es, also ich meine, du musst jetzt nicht dein ganzes Lernverhalten umschmeißen, du kannst es ja einfach mal in einem Fach ausprobieren, dir mal keine Zusammenfassungen zu schreiben, wenn du bisher für alles irgendwie zum Beispiel Zusammenfassungen geschrieben hast, und kannst ja mal versuchen, die Zeit anderweitig zu nutzen und dann, genau, schau einfach, was für dich am besten passt, wie du am besten klarkommst, wie du am effektivsten lernen kannst.